So, servus Freunde, willkommen zur fünften Vorstellung vom Zero Tolerance 0801. Und es hat jetzt kein einziges Mal auf mich scharf gestellt. Ich hoffe, es stellt jetzt auf mich scharf und vor allem nachher auf das Messer. Ich werde jetzt zwischendurch kontrollieren oder so, weil ich möchte nicht noch einmal 10 Minuten reden. Gut. Da habt ihr das Zero Tolerance 0801 und ich schaue jetzt, ob es scharf stellt auf das Messer. So, da habt ihr das Messer, jetzt stellt es auf das Messer scharf. Sehr fein. Also, Zero Tolerance 0801, ein genialer Flipper. Es flippt wie Sau. Wir müssen einen leichten Light-Switch machen. Also wenn man nur einen Push-Button macht, dann funktioniert es nicht. Wenn man einen Push-Button flippt, dann passiert genau das. Oder genau das. Oder wie auch immer. Na, es geht sogar mit einem leichten Push-Button. Aber man muss eigentlich einen Light-Switch machen, um es wirklich gut aufzuflippen. Als Klingenstahl haben wir den L-Max. Das seht ihr ja auch da. So, da sitzt es. Hoffentlich sitzt es. Da haben wir den L-Max. Und könnt ihr auch schon sehen, wir haben ein Rexford-Design, Todd Rexford. Wir haben leichte Grooves in den Griffschalen. Und die fühlen sich sehr, sehr angenehm an. Das hätte ich nicht gedacht, aber die fühlen sich wirklich angenehm an. Und prinzipiell überhaupt ist die Handlage alles in allem sehr, sehr homogen bei dem Messer. Das ist eigentlich das Gegenteil vom 0562 zum Beispiel, wo wir Fingergrooves haben, wie ihr das seht, oder oben ein Chimping. Das haben wir alles beim 0801 nicht. Also da haben wir auch oben kein Chimping und gar nichts. Und dadurch liegt es sehr, sehr, sehr homogen in der Hand. Also wie man eigentlich, wie sich ein Messer anfühlen soll in der Hand. Also man hat keine Druckstellen und gar nichts und es passt einfach. Das Gesamtpaket passt einfach. Ja. Wenn man eine Klingenlänge von ca. 9 cm, ich setze es da ca. mit meiner Hand im Vergleich, machen wir es einfach so. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, auch die Gesamtlänge müsst ihr euch bitte selber anschauen. Im Internet findet man das ja, ist ja leicht. Das Gewicht genauso, ich schätze, dass es bisschen mehr als 100 Gramm hat, wahrscheinlich so um die 110 oder so, irgendwas würde ich jetzt schätzen. Der L-Max Klingenstahl, den habe ich sehr gern, weil der wirklich leicht zum Schärfen ist und auch gut die Schärfe hält. Und eine Klingenstärke von ca. 4 mm, 3 bis 4 mm, das Ganze mit einem Flachschliff. Und dadurch, der Flachschliff ist eigentlich sehr hoch gezogen. Dadurch haben wir wirklich einen sehr, sehr feinen Slicer. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ja, wir haben einen Lanyard Hole. Ich brauche es nicht, weil ich brauche da nicht so ein Dangebamsel an dem Messer. Wenn ich schon einen Deep Carry Clip habe, dann will ich den benutzen und nicht dann wieder so ein Schnirl aus der Hose rauszuhängen haben. Aber das ist Geschmackssache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben einen Überdehnungsschutz aus Stahl bei dem Messer. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, Überdehnungsschutz und Steel Insert natürlich beides in einem. Der Klingenstand ist jetzt bei meinem Modell ca. auf 30%. Finde ich persönlich sehr angenehm. Die Klinge steht mittig. Fällt beim Flippen oder nach dem Flippen oder wie auch immer. Also die Klinge fällt. Und ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungenes Design. Bis auf diese Einkerbung da, die bräuchte ich nicht. Und bis auf die blauen Kugellagerkäfige, die Zero Tolerance aber bei jedem Messer verbaut oder bei sehr vielen Messern verbaut, finde ich, ist es ein sehr, sehr gelungenes Design, wo es nichts dran auszusetzen gibt. Gut, das war's von mir. Das war meine Vorstellung vom Zero Tolerance 0801 im Blackwash. Und ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Und tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen eine kürzere Vorstellung war, aber ich möchte nicht noch einmal, dass es unscharf ist. Bitte, ich sitze jetzt, glaube ich, seit einer Dreiviertelstunde und versuche das Messer scharf zu filmen. Also, da habt ihr es noch einmal. Gut ist, das war's von mir. Danke und wir sehen uns.